Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren! Seenotrettung ist im internationalen Seerecht eine Pflicht. Safety of Life at Sea heißt die UN-Konvention zur Schiffssicherheit, die aktuelle SOLAS-Konvention, die fünfte, genannt SOLAS 74, nach dem Jahr ihrer letzten Novelle. In dieser Konvention ist selbstverständlich aber auch geregelt, welche Sicherheitsausstattungen Boote überhaupt haben müssen, die in See stechen. Man kann sagen, keines dieser Boote, die Flüchtlinge und Migrationswillige besteigen, hat auch nur annähernd diese erforderliche Ausrüstung. Aber nicht nur diese Ausstattung fehlt. Es fehlt in der Regel ebenfalls an einem eigenen Antriebsmotor, es fehlt an Treibstoff, es fehlt an Proviant. Für eine längere Überfahrt oder gar eine Mittelmeerüberfahrt sind diese Boote nicht gedacht und nicht geeignet. Das heißt, eine aus diesen Parametern folgende Seenotsituation ist wissentlich herbeigeführt. Schließlich ist eine längere Fahrt ja auch gar nicht geplant. Man wartet in der Regel gutes Wetter ab und wird dann, so ist der Plan, in kürzester Zeit von Hilfsschiffen, die zum Beispiel vor der Küste Libyens auf solche Boote warten, aufgenommen. Mit Radarreflektoren ist so ein Boot in der Regel dann auch schnell gefunden, also quasi schon beim Ablegen, aber eben nur in der Regel. Seenotrettung an dieser Stelle würde bedeuten, ein solches Schlauchboot wird in Schlepp genommen und dorthin zurückgebracht, wo es gestartet ist, aber mitnichten. Die NGOs berufen sich auf das sogenannte Refoulement-Verbot, einem völkerrechtlichen Grundsatz, der die Rückführung von Personen in Staaten untersagt, in denen ihnen Folter oder andere schwere Menschenrechtsverletzungen drohen. Kann dieses Refoulement-Verbot aber Anwendung finden auf Staaten, in denen sogenannte Flüchtlinge schon viele Monate, zum Teil Jahre, freiwillig verbracht haben, um sich von dort eines Tages auf den Weg nach Europa zu machen? Selbst wenn wir im Falle Libyens dem dennoch aktuell zustimmen, so wäre die Verbringung in den nächsten sicheren Hafen das Gebot der Seenotrettung. Das wäre zum Beispiel Tunesien, aber sicherlich nicht die Überfahrt nach Europa. Somit betreiben die NGOs wie zum Beispiel die deutsche Hilfsorganisation CI das Geschäft der kriminellen Schleuser, sagt der österreichische Bundeskanzler Sebastian Kurz. Und wenn Ihnen der lieber ist, Frau Aimers, dann der Grüne Boris Palmer sagt, ich zitiere, die Seenotretter sind Teil des Kalküls der Schlepper. Es gäbe sie nicht, wenn die seeuntüchtigen Schlauchboote nicht in See stechen würden und nicht von diesen Booten dann aufgenommen würden. Dass Frau Aimers sich selbst auf die Alan Kurdi begeben hat, um dort für diesen Antrag den medialen Rahmen zu schaffen, macht das Handeln dieser NGOs keinesfalls besser. Die einzig richtige Reaktion ist die des italienischen Innenministers Matteo Salvini, der solche Schiffe nicht mehr in italienisches Hoheitsgewässer einlaufen lässt. Eine Lösung auf EU-Ebene, auf Bundesebene, auf Landesebenen sowie für Kommunen bedarf es gar nicht, wenn die Grundsätze der Seenotrettung eingehalten werden und die zu rettenden Boote zurück ans afrikanische Festland gebracht würden und dort geholfen wird. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Weil